Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Ja gut, dann würde ich sagen, dann dämmen wir das mal irgendwie ein. Du hackst da noch ein bisschen und ja, wir finden uns im nächsten Kapitel natürlich. Wir waren hier schon einmal, nur hier sah es ein wenig anders aus. Hier haben wir natürlich wieder einen Shop, den brauchen wir natürlich jetzt nicht. Wir haben ja schon einiges im Shop gemacht, beziehungsweise auch die Werkbank. Und kommen wieder zur Sicherheitsstation. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Was für eine natürliche Ordnung? Denkst du, das ist hier die Natur oder was? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Aha, jetzt hat sie eine Tür gehackt. Und zwar diese hier. Die war ja vorher auch geschlossen. Jetzt gehen wir erstmal zum Shop. Ja, ich habe zwar eben gesagt, ja, wir wissen nicht zum Shop, lalala. Und, naja, wir haben halt Ripperklingen. Wo auch immer die wir wo auch immer wir die her haben. Strahlmunition können wir auch verkaufen. Und ja, würde sagen, dann passt das erstmal. So, dann würde ich mal sagen, folgen wir mal dem Blue Faden, gucken aber noch, ob hier noch ein Schrank aktiviert wurde, beziehungsweise geöffnet wurde. Und das hier ist echt gruselig. Wer stellt denn sowas dahin? Mann. Gut, dann sind wir natürlich wieder bei der Diagnostik. Also mit dem Typen, der da so ein bisschen rumgeschwebt hat. Was? Peace! Guten Tag! Boah, unsere Waffe ist so geil jetzt. Also die Schussrate ist extrem hoch und einfach nur Hammer. Habt ihr ja selbst gesehen, würde ich mal sagen. Und hier ist es leicht dunkel. Und die Sicherheitsstation, wo wir eben noch drin waren, die war auch leicht blutiger. Naja, hat sich alles ein bisschen verändert. Ja, erhöhte Strahlung ist jetzt nichts Neues. Und das Ding hat sich selbstständig gemacht. Yay! Ja, warum auch nicht, ne? Gut, hier haben wir irgendwas Explosives. Da ist eine Leiche. Wie gesagt, das hat Gründe, weil Transformer und so. Und wenn die ganzen die Körperteile von der Leiche, nicht mehr dran sind, dann kann sie auch nichts umwandeln, dieses Monsterding. Das trifft mich jetzt hier aber nicht, ne? Naja, gut. So, wir nehmen mal das Explosive mit. Brauchen wir das denn? Den habe ich schon voll verdrängt. Ja, und so besiegt man die, die heißen übrigens Gatekeeper. Also die Tor, Beschützer. Was? 2400, wenn nicht? Im Ernst? Ja, auf jeden Fall beschützen die halt Tore. Ich weiß jetzt zwar nicht, was sie jetzt genau für ein Tor beschützt haben. Ist wahrscheinlich das da, obwohl es verschlossen ist. Okay. War auch vorher nicht hier, wie auch immer das Ding jetzt da an der Wand klebt. So, nehmen wir noch ein Lämpchen mit. Brauchen wir ja immer mal. So ein bisschen Licht. Und können rein theoretisch nur den Fahrstuhl benutzen. Ach komm, dann nehmen wir den mal. In unser Inventar einfach reinpacken. Ne? Den Fahrstuhl. Und ja. Was muss man hier wohl machen? Erstmal natürlich das Baby zerstören. Und würde sagen. Stase. So, da ist noch eine Leiche. Nachladen ist jetzt auch. Ah, ich freue mich richtig. Halt! Das kriege ich noch hin. Ja, sehr gut. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Mach das. Was mich auch mal interessieren würde, das Ding bewegt sich ja, sag ich mal, schnell, ne? Was? Ich kann mir schon vorstellen, was passiert.
Da ist ja Strom, ne? Guck, ich habe gerade überlegt, was passieren würde, wenn wir noch draufstehen würden auf dieser Plattform und sie sich dann wieder bewegt. Aber dann kriegen wir höchstwahrscheinlich einen Stromschlag und sterben oder so. Naja, muss man nicht unbedingt ausprobieren, weil sterben ist leicht doof. Gut, hier ist noch eine Leiche. Ja, okay, der kleine Raum. Ja, hier konnten wir vorher hin. Aber es geht ja natürlich jetzt nicht. Ganz klar, ne? Gut. Dann kommen wir jetzt in ein neues Gebietchen, wo wir vorher noch nicht waren. Und fahren nach unten. Hab mich schon gewundert, hm? Will er jetzt an die Decke fahren? War auch mal interessant. Ach, hier sind wir. Ach, okay. Chalice Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Ja, man hat auf jeden Fall deutlich gehört, dass derjenige diesen Typen da sein Leben anvertraut hat, beziehungsweise dieser Studie irgendwie zusagt. Und okay, ja, das war komplett freiwillig alles. Ich sag auch immer öfters so, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Umfrage teilnehme, sag ich auch immer, nein, damit meine ich einfach ja. Guten Tag. Eine Leiche und ein mutiertes Etwas. Ich nenne ihn gerne mal, habe ich auch schon in Dead Space gesagt, hier haben wir Mr. Universum. Ja, ich freue mich schon richtig, Mr. Universum, das wird echt lustig. Oh, hier haben wir noch zwei Kisten, ganz wichtig. Ja, wir sollen jetzt aber auch was zusammenmischen. Ja, so ein Antigen. Frage wird bearbeitet. Bitte warten. Chemische Mischung Kapsel. Des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ja, das ging ja fix. Gut. Was machen Sie? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten? Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Aha. Du mich auch. Ja, er spricht auf Mr. Universum an. Das heißt, wir haben ein leichtes Problem. Aber leicht nur, das ist kaum auffällig. So, mit Stase können wir den Typen da so ein bisschen, wie im zweiten Teil halt, von Dead Space, ein bisschen verlangsamen und Cantor könntest du mal ein bisschen hinmachen. Hier noch ein Schema. Hi Typ. Hi. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da bloß. Mach schon. Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Kein Stress. Ich bin überhaupt nicht gehetzt. Ne, wirklich jetzt. Also ich bin überhaupt nicht gehetzt. Und würde sagen, dann verschwinden wir jetzt hier einfach mal. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm! Ist da jemand? Helen, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Oh mein Gott, Hammond. Also keine gute Idee, dieser komische Kram da, was er da entdeckt hat, beziehungsweise ja, Kendra da entdeckt hat, dieses Zeug, was halt... ...eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen.
Isaac, du musst dich beeilen. Ja, ich beeil mich ja. Nur ich habe da so ein Monster im Nacken. Ich brauche ein bisschen Plasma-Energie. Ach komm, nehmen wir noch einmal mit. Ja, liebes Monster, ist ja gut. Ja, Stasis... Okay, Stasis sieht auch nicht mehr so wirklich prickelnd aus. Haben wir noch irgendwas hier in der Ecke? Hier war ja vorher auch noch was. Nee, hier ist nix. Da war ja vorher noch ein bisschen Plasma-Energie. So, Ishimura-Klinik. Ja, Patienten gehen bitte weiter zum Wartezimmer der Klinik. Okay. Ja, aber Patient sind wir ja nicht. Wir sind ja hier Techniker, also von daher passt das schon. Okay. Ja, liebes Monster. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Hören Sie es? Es kommt. Beten Sie. Du bist krank. Ich wollte es nur mal so erwähnt haben. Und wieso ist er jetzt da um die Ecke gelaufen? Okay. So, gibt es hier noch irgendwas? Boah, ist das dunkel hier? Ich hoffe, ihr seht überhaupt irgendwas. Okay. Ja. Ja, ich bete. Ja, ja, kein Ding. Ich habe meine Plasmakarte, das reicht. Was? Yay, da ist er. So, was müssen wir hier machen? Natürlich, ganz klar. Was? Alter, 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 was geht? Wow, komm mir doch nicht so nah. Alter, was geht denn hier ab? Bleib mal geschmeidig. Alter, warum sind das hier so viele Monster? Wow, 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 er ist hinter mir. Und ich habe kein Medipack. Irgendjemand fährt ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Fuck, fuck, fuck. Wow. Oh, Isaac. Scheiße. Okay, das sieht nicht gut aus. 7 Plasma-Energie und 13. Oh, Isaac, ey. Nicht gut, ey. Ganz ehrlich. Nicht gut. Wie? Er ist tot, ne? Der hat mir aber nichts hinterlassen. Warum nicht? Ich will Loot. Oh, da ist es gelandet. Okay. Was? Ein Medipack? Ja, ein kleines Medipack immerhin. Ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Da hinten ist ein Überlebender anscheinend. Lustig. Die weint. Oh. Meine Freundin ist irgendwie auf dem Boden gelandet. Warte mal. Da helfen wir mal kurz nach. Ja, ein bisschen zu weit oben. Oben. So. Ich glaube, so sollte das aussehen. Außer, dass der Fuß halt nicht da unten rumhängt. Aber sonst... Ja. Gut, wir brauchen Medipacks. Kann man das irgendwie mit Luft machen? Natürlich nicht. Ja. Dann, ja, der kann man auch nicht irgendwie, irgendwie nicht helfen. Ja, was machen wir denn jetzt großartig? Am besten weitergehen. Ohne Energie, beziehungsweise kaum Energie.
Ach, Hauptsache ein Halbleiter Gold im Inventar besitzen.